Oh. Wo bin ich hier? Ein Grab unter einem Grab? Versteckst du dich hier, Hyäne? Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen? Hello, Izu Technology. Goddamn. Die werden wir noch brauchen. Die sammeln wir mal schön alle ein. Opfergaben für Osiris, den Beschützer der Toten. Noch warm. Und dieses rituelle Messer, das war eine Opfergabe. Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen?
Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? Habe ich da hinten einen Kristall übersehen? Nope, sieht nicht so aus. Okay. Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole. Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit ihren Vergaben an. Sie hat die Gefangenen mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Nekromantie. Warte, man konnte hier interagieren. Neuübertragung. Segment 3. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 95 Tage vergangen. Der Bote spricht. Du fragst dich sicher, warum ich dich kontaktiere. Es steht geschrieben, weißt du, dass du kommst. Diese Kammer. Zu genau diesem Zeitpunkt. Die Wände erzählten deine Ankunft, als wir einst waren. Sieh sie dir an. Sind sie nicht fasziniert? Und wie sie? Schlauchmiertmann? Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern konnten. Ein Mysterium, das sich uns demonstrativ verwehrte. Wir versuchten es. Unsere Wissenschaftler und Forscher, Poeten und Physiker, helle Köpfe, rebellische Herzen. Sie alle bemühten sich, etwas zu verändern. Sie, wir alle versagten. Keiner konnte ändern, was wir entdeckten. Die Geschichten, die in die Wände dieser Räume geschrieben sind. Von wem, wussten wir nie. Wir wissen, dass sie von der Zukunft erzählen, die ist, der Zukunft, die war und der Zukunft, die noch kommt. Und hier schicke ich... Wir konnten keine Zeile verändern.
Wir konnten keinen einzigen Punkt hinzufügen. Es war klar, wir sollten bestenfalls Boten sein. Aber Boten für wen? Für dich. Wir haben die Fähigkeit, diese Geschichten zu lesen, aus deiner ursprünglichen Vorlage entfernt. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Dies waren Brutus' Worte, als er das Gewölbe unter dem Kolosseum besuchte, vor mehr als 2000 Jahren. Er malte das Gewölbe, skizzierte es so gut er konnte, aber er konnte nichts sehen. Genauso blind wie du. Du liest vielleicht deine Uhr, wohl auch Sanduhren und Kalender. Doch du begreifst nichts, was über diese primitive Oberfläche hinausgeht. Derzeit übersiehst du noch die wahre Auslegung der Zeit. Und so geht heute der Vorhang auf und die Geschichte zeigt sich, tragisch und vollständig. Du liest diese Wände vielleicht nie. Ereignisse spielen sich noch ab, wie sie geschrieben stehen. Doch etwas, irgendetwas muss sich verändern. Du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Der Leser hat keine Macht. Er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor. Der Autor erdenkt die Zukunft. Dem Autor gehört die Zukunft. Eine Zukunft, in der Klischee-Gelände vermieden werden. Eine Zukunft, in der ein geliebter Mensch durch Hinzufügen eines neuen Kapitels wiederbelebt werden kann. Eine Zukunft, in der die Menschheit mehr ist als heute. Eine Zukunft, in der wir vielleicht alle zusammen existieren können. Da kommen uns noch ein paar Sachen bekannt vor. Kann man damit interagieren? Könnte ein Stammbaum sein. Ein Kind. Mein Kind! Dein Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab. Kralisset! Sprich meinen Namen nicht aus. Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat. Ich bin eine gute Mutter. Hier! Thank you.
als all die anderen, die vor dir kamen. Komm, kämpf, wenn du musst. Dein Blut. Ich begrabe dich im Sand, du Narr. Verdammte Flammen! Auf und nimmt den Sand mit. Okay, keine Hinweise, alles klar. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja! Hathor, schütze mich vor diesem Ketzer! Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Du hast die Götter... Du versuchst das Unmögliche, Khaliset. Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen. Berge von Sand. Okay, sie muss irgendwo hier sein. Mein Kind wird zurückkommen, durch die Macht jener, die vor uns kamen. Vor uns gab es nur die Götter. Es gab jemanden zwischen den Göttern und uns. Das ist ihr Geschenk. Du besiegst mich nicht mehr, Jai. Komm und stell dich mir. Würde ich ja, wenn du mal stehen bleibst. Mein Herz blutet ohne meine Esche an meiner Seite. Sei dankbar. Dein Blut wird helfen, sie zurückzuholen. Deine Tochter ist tot, Khaliset. Nichts kann sie zurückbringen. Gar nichts. Ich rette meine Tochter, koste es, was es wolle. Genug deiner sinnlosen Worte. Dad. Wandle ich nun unter den Toten? Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben?